Ja, ich finde es ein bisschen unfair, einen Spieler jetzt rauszupicken. Ich meine, da standen noch 11 andere Spieler auf dem Platz und jetzt Toni Kroos quasi die Schuld zu geben, dass er dafür verantwortlich ist, ein Teil, dass es nicht funktioniert hat, kann ich schon verstehen, den Spieler, dass er darauf so reagiert hat. Mhm. Was sagst du? Man sagt ja immer Querpass, Toni, ne? Ja, ja, aber trotzdem, ich glaube, der hat eine riesen gute Vergangenheit irgendwie hinter sich gebracht, so was er so geleistet hat, so bei Real Madrid dreimal hintereinander Champions League Sieger geworden. Und ich finde einfach, so ein Spieler verdient Respekt und sollte nicht öffentlich irgendwie so in Pranger gestellt werden. Mhm. Und von daher finde ich, ja, wir kennen Uli Hoeneß, wir wissen, wie er drauf ist. Ne, der kann halt wirklich auch gut austeilen. Das ist irgendwie auch so, die irgendwie, glaube ich, die Bayern-Philosophie. Entweder hot oder flop. So generell, wenn du Leistung bringst, dann bist du ganz oben mit dabei. Wenn du keine Leistung bringst oder irgendwie so einen tiefen Fall hast, dann kennen die dich nicht mehr. Also, ich hoffe, ich sage nichts Falsches. Nein, aber hier so, ist alles erlaubt, wir sind ja alles unter erlaubt, uns. So. Und deswegen sage ich einfach, meiner Meinung nach, nicht gerechtfertigt. Toni Kroos hat es ja jetzt auch gemacht, an einem Punkt, wo er ja noch körperlich absolut im Saft ist. Hat es ja auch damit begründet, dass er sagt, er will seine Körner einfach sparen, weil auch er merkt, er ist in die Jahre gekommen. Also ich glaube, an einem gewissen Alter merkst du auch diese hohe Intensität einfach. Steckst es auch nicht mehr so leicht weg wie mit Anfang 20. Und er will das einfach den vollen Fokus auf Real Madrid legen und hat gesagt, ich trete jetzt in der Nationalmannschaft dann einfach kürzer. So, ne? Also ich habe das selber auch gemerkt. Also als ich dann zum Beispiel auch aus der Nationalmannschaft zurückgetreten bin und dann nur noch im Verein gespielt habe, das ist schon ein enorm großer Unterschied. Also es entfällt so viel. Du hast so keinen Reisestress mehr. Du hast viel, viel mehr Zeit, auf dich sich konzentrieren. Du hast eine Familie oder er hat eine Familie, worauf er sich konzentrieren kann. Also er wird schon noch einen großen Urlaub, ne? Du hast mehr Urlaub, du hast mehr Regenerationszeit. Es wird schon noch mal ein großer Unterschied sein. Und er wird das wahrscheinlich auch merken, dass er sich viel, viel mehr konzentrieren kann auf den Verein und auf seine Leistung dann im Verein. Das weiß ich nicht. Wenn du dich halt immer noch so gut fühlst und immer noch Bock hast auf Nationalmannschaft und du halt noch dein Level immer halten kannst, eine Weltmeisterschaft ist schon was Geiles halt. Auch, ne? Wenn sie also, in Katar ist, da würdest du auch sagen. Auch wenn sie in Katar ist, ja. Mensch, du hast eine super Einstellung, muss ich dir wirklich sagen. Du hast die Einstellung, du denkst immer sportlich, wenn noch was geht, dann will ich auch dabei sein, ja. Dann mache ich das auch noch. Aber ich glaube, das ist vielleicht hat er es auch selber das gemerkt. Ist bei also, der deutschen Herrenfußball-Nationalmannschaft nicht bei jedem so wie bei dir. Ja. Ja. Leider. Ja. Ja. Aber eine WM zu spielen nochmal. Ja, aber vielleicht ist er auch, für vielleicht das Land, ist er auch müde. Und aber vielleicht ist das so meine naive Einstellung also, dazu. So. Vielleicht kratzt es auch weil einfach wir unfassbar. Weil wir es niemals erleben werden. Ja, kratzt es auch einfach weißt, unfassbar am Ego, wenn ich du weißt, doch gerne. Oh, ich schaue bei der nicht, WM ist noch nicht. Ich habe aus Versehen gedrückt, ist noch nicht. Es tut ich mir leid, von der Aufregung habe ich den Kopf gedrückt. Bei, so unfassbar an seinem Ego, wenn er weiß, ich sitze da nur auf der Bank und muss zugucken, wie Kimmich, Goretzka genau. Und... Ja, aber wenn ich 106 Länderspiele gemacht habe, ja, dann möchte ich also mir das aber auch, glaube ich, nicht mehr geben. Wenn ich immer gesetzt gewesen bin, ja, mit 106 Länderspielen, setze ich mich dann noch auf die Bank? Das ist aber ja das eine ist Frage. Immer noch ein Leistungssport. Und weil er hat Druck von hinten auch, ja, er merkt das ja. Und dann natürlich. Ist die Frage... Das sind alles Argumente und dafür. Und das dann in Kombi mit... Aber auch, ja. Ja, mit nicht sorry. Bei der Family sein, also dann sitzt du 6 Wochen auf der Bank. Ja, bist unglücklich. Bist unglücklich und von der Familie getrennt, da würde ich dann auch sagen, was gewinne ich denn hier bist eigentlich? Bist du traurig noch und hast keinen Bock mehr da zu sein? Totale Argumente. Ja. Da würdest jetzt wieder du kommen, weil du wärst eigentlich gesagt, und wenn man mir sagt, ich sitze bei allen Spielen nur auf der Bank und ich komme vielleicht 3 Minuten rein, ich fahre trotzdem mit und gebe alles. Und das würdest du tun. Und das würde bei der Männernationalmannschaft nicht jeder tun. Ja.